Warhorse Studios. Von denen ist das gemacht. Willkommen, blub blub, Leute. Das frühe 15. Jahrhundert war für das Heilige Römische Reich, welches unter der Herrschaft eines verblichenen Kaisers Karl IV. Aufgeblüht war, eine Zeit des Aufruhrs. Karls Sohn Wenzel der Faule saß nun auf dem böhmischen Thron und das Reich driftete den Chaos ab. König Wenzels Untätigkeit brachte ihm den Unwillen vieler Adliger ein und den seines Halbbruders König Sigismund von Ungarn. Dieser entschloss sich dazu, irgendwas zu tun. My goodness, ist das schnell, ey. Als eine Sie, dann... Entschuldigung. Ich wollte niemandem, ne, das Geschlecht aufzwingen oder so. Wenn wir PC sind. Oh, schaut euch das an, wie geil das aussieht. Entschuldige. Es schaut so gut aus. Da freue ich mich richtig drauf. Einfach nur die Bäche lang zu gehen. Ich werde so drüber nerden, glaube ich. Aber es sieht gut aus. Sieht richtig schön aus. Ich freue mich. Silberskalitz 1403. Okay, wir wissen also auch das Jahr. Das hat der Karte schon richtig gesagt. Kingdom Come Deliverance. Ah, schön. Ich freue mich drauf, Leute. Willkommen, Kent. Ich lese es richtig. Ich hoffe, ich lese es richtig. Ja, ist ein bisschen schade. Das stimmt schon, Toni. Wann kommt Horizon Zero Dawn? Gimli, wenn die Hölle zufriert oder Sony Spiele nicht mehr als Geisel nimmt. Also wahrscheinlich niemals. Leider, weil es ist ein super geiles Spiel. Horizon. Ah, schaut euch ihn an. Unseren Lord. Von dem guten Kerl werden wir auch noch eine Weile was haben. Gott segne dich auch. Wie ihr seht, spielen wir es auf Deutsch. Auf Empfehlung vom Chaos-Kater, weil er meinte, dass die deutsche Synchro richtig gut gelungen ist. Geschichtlich macht es natürlich Sinn. Eigentlich müsste man es wahrscheinlich eher noch in Richtung Tschechisch spielen, Tschechisch-Deutsch, weil das ist ja, Böhmen war ja gerade so die Ballungszone dazwischen. Wie kommst du voran? Gut. Ich sollte es heute fertig kriegen. Er klingt komisch, er klingt nicht alt genug. Er muss etwas für mich erledigen. Heinrich? Ich hab geschlafen, als ich los bin. Zu dieser Stunde? Blaublütiger Faulpelz. Nun, wie es aussieht, war er die ganze Nacht unterwegs und hat gesoffen wie ein Lord. Dann weck diesen Müßiggänger mal auf. Ein Klaps auf die Rübe sollte genügen. Mhm. Heinrich. Ich bin an Henry gewohnt, weil ich es im Englischen geschaut habe. Da haben sie nur alle sehr British-Englisch gesprochen. Das war sehr komisch. Also die waren sehr UKler. Alles irgendwie englische Vertonung. Jetzt. Aber Heinrich habe ich nicht kommen sehen. Es gibt viel zu tun. Mutter. Ich meine, es macht von der Region her Sinn. Wenn du nicht gleich aufstehst, schmeiß ich dich aus dem Bett, du Schlafmütze. Hast du gehört? Der Hahn. Lieber nicht darauf an. Wasn't me. Nun steh endlich auf. Dein Frühstück ist bereits auf dem Tisch. Moment, was ist das? Hast du dich wieder... Oh, Heinrich. Wie oft haben wir schon über deine Raufereien geredet? Ach komm, das ist nichts. Ist bloß ein Kratzer. Du hast wieder mit dem Schwert gekämpft, oder? Etwa nicht? Du solltest lieber beten, dass dein Vater nichts davon erfährt. Du weißt doch ganz genau, was er davon hält, Heinrich. Keine Sorge, das war es nicht. Ich hab mich bloß gekratzt, Ehrenwort. Hm, na gut. Aber ja, komm klar. Nicht heulend bei mir angekrochen, wenn du dich mal richtig verletzt. Und jetzt steh auf, du Schlaumeier. Und da sind wir in unserem idyllischen böhmischen Dörfchen. Ist das nicht toll? Awesome. Wenn er denn lädt. Leute, sind HD-Texturen. Es kann ein bisschen sein, dass die Ladezeiten ein bisschen länger sind. Aber ich habe gedacht, komm, wir müssen, wenn, dann müssen wir uns was gönnen. Ne? Dann hauen wir uns auch die HD-Texturen rein. Aber ja, ein schöner Einstand. Wir sind anscheinend Heinrich. So hieß ein Lehrer mal von mir aus der Grundschule. Und das finde ich gerade ziemlich komisch. Unter Einstellung und bei Profil. Achso, da könnt ihr Namen ändern. Was in Gottes Namen hast du letzte Nacht getrieben? Haben wir darüber nicht gerade geredet? Ha. Aber ja, jetzt können wir so eine Art Character Creation machen. Und
Ja, uns praktisch schon mal ein paar Bonuspunkte sichern. Ganz ehrlich, ich war bei Bianca Vitalität. Wow. Bianca ist seine Freundin. Und das heißt im Grunde, er hat mit ihr geschäkert. Interesting. Ich arbeite in der Schmiede. Im Grunde wäre ich ja schon für die Schmiede, ne? Ein bisschen Stärke dazu holen. Beim Reigen. Ich bin mir gar nicht sicher, was Reigen eigentlich ist. Habe ich nie wirklich mal nachgeschaut. Sollte ich vielleicht mal machen. Irgendwie tanzen, glaube ich, oder? Das ist irgendeine Art von Tanz. Bin mir gerade nicht sicher. Aber ich glaube, wir unterhielten uns in der Schenke, denn ich finde Redekunst ganz cool und es wird uns nicht direkt helfen, aber es wird uns später helfen, vermute ich. Nicht viel. Die Jungs und ich haben uns bloß in der Schenke unterhalten. Irgendein Wandersmann kam vorbei und erzählte uns, was in der Welt so vor sich geht. Und ich übersah die Zeit. Hoffentlich hat er dir keinen Floh ins Ohr gesetzt. Mich beschleicht das Gefühl, dass du mir etwas verheimlichst. Yay, Dass es etwas Hauptstufe. mit dem Es ging Kratzer auf schnell. deiner Hand und diesem zwielichtigen Kerl mit dem Schwert zu tun hat, der kürzlich hier auftauchte. Wieso sollte ich mich für Schwertkämpfe begeistern? Redekunst? Matthias zeigte mir das Bogenschießen. Ja, Bogenschießen wäre auch nice, ne? Das werden wir auf jeden Fall auch aufnehmen. Ich hoffe, dass wir mal ein bisschen jagen gehen können. Einfach ganz mondän, weißt du? Ganz einfach. Nicht irgendwie special irgendwelche mystischen Kreaturen, sondern einfach mal ein Reh jagen oder so. Auch wenn Maddie dabei weinen wird, aber das muss sie halt, da muss sie mit umkommen. Ich nehme nochmal Redekunst. Ich finde Redekunst ganz cool und ich denke immer, das würde uns am Anfang gut helfen können, auch was Preise und sowas Du angeht. glaubst, er unterweist mich im Schwertkampf, oder? Was hätte ich in diesem Kuhdorf davon? Ich belüge dich nicht, Mutter. Na gut, wenn du das sagst. Ich will nicht neugierig sein, aber wie du weißt, hält dein Vater nichts davon. Okay. Dann schauen wir mal. Am Anfang ist natürlich viel Gerede, Leute, aber es geht gleich schon mit mehr los. Die Aufnahme läuft, ja. Ich hoffe, sie läuft auch gut. Ich habe Hunger. Ja, super. Brauchst du Hilfe? Gucken wir erstmal hier. Haben Matthäus und Fritz nach mir gesehen? Mir sind sie heute Morgen nicht untergekommen. Sie sollten nicht schwer zu finden sein. Bestimmt lungern sie wieder im Wirtshaus herum. Ah, danke für die Info über den Reigen, Shiro und Kadex. Cool. Da war ich zumindest nicht ganz falsch. Also es war eine Art von Tanz und deshalb mehr Agilität, weil man bewegt sich und man lernt, ne? Ja, okay, passt. Sie sollten nicht schwer zu finden sein, bestimmt lungern sie wieder im Wirtshaus herum. Was ich von denen weiß, hat sie schon recht. Aber wir sind mal bockig. Das ist ungerecht. Ach, wirklich? Und wo bist du gestern Nacht gewesen? Ich war bei Bianca natürlich. Du meinst in Biancas Wirtshaus, richtig? Und wer war mit dir dort? Nein, lass mich raten. Matthäus und Fritz. Naja, wenigstens warst du bei Bianca. Du solltest an ihr festhalten. Sie ist ein schlaues Mädchen. Und lade sie einmal zum Essen ein. Dein Vater ist von ihr angetan. Natürlich ist er das. Er glaubt, dass er ihr das Geheimnis des Bierbrauens entlocken kann. Ich werde das Hast Spiel du gleich noch ein wohl bisschen recht. lauter machen, Man was die sollte Stimmen meinen, er angeht. will auf seine alten Tage noch Brauer werden. Aber so ist er, dein Vater. Wenigstens interessiert er sich für etwas, im Gegensatz zu euch. Ihr habt nur Unfug im Kopf. Wenn Fritz und Matthäus so weitermachen, baumeln sie eines Tages am Galgen, das kann ich dir sagen. Ja, Shiro, ich will Stellaris auch unbedingt spielen und ich habe mir das auch durchgelesen mit den Penal Colonies und sowas. Richtig cool, da freue ich mich auch voll drauf. Ja, ich hab Hunger. Könnte ich etwas zu essen haben? Ich habe etwas auf dem Tisch stehen lassen. Bedien dich. Ist Vater wütend, weil ich so lange geschlafen habe? Allzu glücklich ist er nicht. Gestern hast du versprochen, ihm mit Herrn Ratzigs Schwert zu helfen. Er ist nicht mehr der Jüngste und seine Gelenke setzen ihm zu. Er ist zu stolz, um zu klagen, aber er braucht deine Hilfe, Heinrich. Ich weiß. Heinrich. Keine Sorge, Mutter, natürlich helfe ich ihm. Gut. Kann man ihn nicht Hannes nennen oder Er so? Nicht meint ja seine Heinrich? Knieschmerzen, wenn ein Sturm aufzieht. Ich hoffe, er irrt sich diesmal. Es scheint ein so schöner Tag zu werden. Tut mir leid, Gimli. Ich hoffe, das gibt sich. Soll ich dir irgendwie helfen, Mutter? Du bist ein guter Junge, aber ich komme zurecht. Dein Vater braucht allerdings Hilfe. Es läuft wie immer auf Twitch und Smashcast. Also ihr könnt auch gerne auf Smashcast schauen, wenn Twitch nicht richtig läuft oder so.
Ihr könnt auch über VG-Streams euch das zusammenbasteln, dass ihr Twitch und Smashcast habt und aktiv hin und her schalten könnt und beide Chats da habt, nur für den Fall. Ich bevorzuge ja selber auch den Smashcast-Chat. Okay, ja, danke für dein Gespräch, Mutter. So, jetzt schaue ich erstmal. Okay, das ist ein bisschen zu viel. Ja, so ist besser. Okay, damit es nicht zu schnell ist, ich mich zu schnell umschaue. Brötchen. Guck mal, wie die Hand wirklich hinreicht. Das ist schon irgendwie cool, ne? Kann ich mir auch einen Apfel nehmen? Ich darf ein Brötchen nehmen. Ich wollte mich nicht hinsetzen. Danke, Spiel. Aber ist okay, wir können auch nochmal faul sein, ne? Ich meine. Ah ja, nimm dir. Ist nicht möglich, wer. Heinrich, du kannst, während du sitzt, keinen Apfel nehmen. Das ist sehr traurig. Bei Twitch die Qualität. Ja, die Qualität kann er nicht unbedingt einstellen, Kadex, weil das liegt ein bisschen daran. Warum kann ich die Schüssel da nicht nehmen? Ich könnte mich setzen. Ich kann mich nur hinsetzen. Ah, jetzt darf ich einen Apfel nehmen. Ist aber ganz schön, ich muss ganz schön nah dran stehen dafür. Ich nehme mal ein paar Äpfel mit. So, ein Brötchen und ein paar Äpfel. Das ist doch ein gutes Essen. Super. Wir sind auch hungrig. Können wir was essen? Wir haben ein Inventar. Das ist ein bisschen zu langsam, so ist mir lieber. Gönn dem Brötchen. Brötchen ist mehr wert. Und wiegt weniger. Okay. Ich kann's essen. Wie viel Sättigung gibt mir das? Das sehe ich gar nicht. Warum sehe ich das nicht? Ich dachte, das sehe ich. Wow, es gibt mir ja gar nichts von Apfel. Okay, dann wird das hier. Ist die Gesundheit. Okay. Könnt ihr noch ein Brötchen? Ein Brötchen gibt ein bisschen mehr, aber nicht wirklich viel. Ja gut, da muss ich mich jetzt erst dran gewöhnen. Schauen wir mal. Was haben wir hier? Nägel für Theresa. Die werden wir später brauchen. Retterschnaps. Ja, Savior-Schnaps. Ich habe das ganze System ausgeschaltet, wenn ich es richtig habe. Ich werde nicht mal welchen brauchen in meinem Inventar, was gut ist. Denn ich will diesen Quatsch gar nicht erst haben. Das finde ich nämlich die schlimmste Sache hier in diesem Spiel. Dass man die Saves beschränkt. Das kann ich überhaupt nicht verstehen. Nimm dir noch ein Stück Käse, mein Junge. Ich würde mir gerne noch ein Brötchen dazu nehmen, aber oh well. Ah, wir können das hier machen. Ha, wir können nämlich aus dem Topf essen. Nom nom. Ihr wollt mir nicht wirklich Elex 2 antun, oder? Wann kommt denn wieder Elex, sagt der Kater. Ich hasse dich. Gimli, man kann die Qualität bei Twitch einstellen, aber nicht bei mir unbedingt. Bei mir nur in Ausnahmefällen, weil, und da kann ich ja ganz kurz drauf eingehen, weil ich weder Affiliated noch Partner bin und es wahrscheinlich auch nie sein werde. Ich könnte die Tür schließen. Gibt's auch einen sehr schönen Bug, wo man nicht mehr aus einem Zimmer rauskommt. Zumindest gab es den mal. Ja, und weil ich nicht... Ich könnte mir einfach alle Zwiebeln mitnehmen. Nein, ich will keine Zwiebeln, danke. Ich habe mir vielleicht sogar schon alle Zwiebeln mitgenommen. Ich bin Held. Ich könnte das Schloss knacken. Kann ich das Schloss... Ich habe keinen Dietrich. Dammit. Ich würde gern Schloss knacken. Ja, wir haben noch gut gefüllte Speisekammer. Also wir leben wie die Könige. Guck mal, wie viel Äpfel und alles hier ist. Und Brot und Käse. Komischerweise kein Mehl, außer das da ist Mehl. Habe ich schon durchsucht, okay. Gönn dir noch einen Käse. Komm, hier schön aus der Speisekammer noch einen mitgehen lassen. Njom, njom, njom. Gut, gehen wir mal raus. Ich hätte gern die Sense. Die wäre mal eine coole Waffe. Oh, die Textur war aber auch nicht schön. Dann kannst du den Retterschnaps verkloppen. Der gibt gut Geld. Ja, ich kann nämlich jederzeit so speichern. Und ich müsste jetzt immer noch 3 Retterschnaps haben. Ja, seht ihr? Also das, die Mods funktionieren zumindest. Und das ist ausgelöst. Aber schaut euch mal, wie gut das hier aussieht. Oh. Mega geil. Gefällt mir. Hat ein bisschen was von Skyrim, nur in... Ein bisschen mehr real. Schaut euch's an. Wir haben ein sehr schönes Haus mit einem sehr schönen Baum daneben. Schöner kleiner Garten. Ich kann mich ducken. Ducken ist auch gleichzeitig schleichen. Gut zu wissen. Dankeschön. Codex. Ja, wir haben ganz viele Codex-Einträge, die wir freischalten können und sowas. Wir können aus jedem Pott dieser Welt essen. Wir sollten aber darauf achten, dass wir uns nicht überfressen. Hiermit würde ich mich überfressen. Ich zeige euch das mal. Noch ist nicht ganz so schlimm, aber später wird es ein bisschen schlimmer. Guten Appetit, Schatz. Sieht viel zu lecker aus.
Ja, wir haben zu viel gegessen und deswegen sind wir schwerfälliger, behäbiger, bis wir das verdaut haben. Und eigentlich müsste auch hier unser Kram runtergehen. Oh, schaut mal, wir haben eine Stärke, eine Agilität und eine Vitalität. Also uns muss jemand angucken und wir fallen tot um. Das ist gut. Das ist richtig klasse. Sollen wir zu unserem Vater hin? Wir haben eine Map, ne? Oh, die Map ist eine der geilsten Sachen in diesem Spiel, finde ich. Schaut die euch mal an, die ist mega gut. Ja, hier ist Skalitz, hier fangen wir an. Das ist unser Dorf, in Anführungszeichen, in dem wir leben. Oh, du hast dich bei Warhorse beworben, Carter. Das ist ja lustig. Also visuell ist es auf jeden Fall sehr schön. Kann ich auch sehen, geh zu deinem Vater und begib dich zum Schwertkampftraining. Wir gehen erstmal zu unserem Vater und reden mal mit ihm. Oh, schau dich das an. Mega cool. Und wir sehen uns. Was auch eine sehr schöne Sache ist. Hallo, Vater. Ich will mit dir reden. Ja, ich habe einen Schleifstein entdeckt. Dankeschön. Was ist los mit dir, Heinrich? Hast du mich nicht rufen hören? Ich hätte es lauter machen sollen. Manchmal benötigst du Überzeugungskraft, um deine Ziele zu erreichen. Wenn du mit Menschen sprichst, hast du oft die Wahl, welchen Eindruck bei ihnen hinterlassen, willst. Ja, das erkläre ich euch gerade kurz. Ja, das ist gar nicht so schwer. Wir sehen nämlich unten links jetzt drei Symbole. Das ist einmal unsere Speechcraft, also wie gut wir reden können, unsere Redekunst. Dann ist es unser Stand, also wie charismatisch wirken wir, wie gut aufgestellt sind wir. Und dann unsere militärische Macht, also wie gut können wir kämpfen, wie viel Bedrohung strahlen wir aus. Und wir wissen nicht, wie unser Vater dahin steht, aber ich schätze mal, dass seine Redekunst nicht so gut ist. Außerdem ist unsere Redekunst... Jawohl, unser Standing ist eigentlich mit ihm ganz gut. Hä? Verzeih, ich wollte mich etwas umsehen oder ich lasse mir nichts befehlen. Ja, das bestimmt nicht. Versuchen wir das einfach mal. Obwohl... Ne, ich nehme mal Redekunst. Verzeih, ich musste mich um etwas kümmern. Naja, ist nicht so tragisch. Sei es drum, wir haben viel zu tun. Ich stelle das Schwert für Herrn Ratzig fertig und brauche deine Hilfe. Wobei? Mir geht die Holzkohle aus, also lauf zum Markt und kauf einen Sack vom Köhler. Dann brauche ich etwas Geld. Das ist die andere Sache. Kunesch schuldet mir Geld für eine Axt, einen Hammer und die Nägel, die ich ihm vor einem Monat verkauft habe. Unter anderem. Sag ihm, er soll zumindest für das Werkzeug bezahlen und dann kauf mit dem Geld die Kohle. Kunesch? Tut mir leid, Gimli. Das wird ein Spaß. Du bist jetzt ein großer Junge. Ich bin mir sicher, du schaffst das. Wenn nicht, sag ihm, dass ich ihm die Nägel sonst mit dem Hammer in den Arsch treiben werde. Das wird er bestimmt gerne. Ist das alles? Nicht ganz. Der Kämmerer in der Burg hat die Parierstange für Herrn Ratzigs Schwert, die ich in Sasau gravieren ließ. Ich soll sie abholen? In Ordnung. Geld, Kohle, Parierstange. Verstanden. Und Bier. Mach auf dem Rücken bei der Schenke halt. Ich weiß ohnehin, dass du dein Mädel besuchen wirst. Aber sieh zu, dass das Bier noch frisch und kellerkalt ist, wenn du zurückkommst. Sie heißt Bianca. Genau. Also sieh zu, dass du es frisch zapft. Und jetzt beeil dich, die Arbeit wartet nicht. Tut mir leid, Gimli. Ich hoffe, es wird beim nächsten Mal besser. Zur Not schaust dir auf Twitch nach dem Stream an. Tut mir echt leid, dass du nicht dabei sein kannst. Aber ich kann leider nichts tun. Also bei mir kommt alles durch. Ich habe keine Dropped Frames und nichts. Okay, wir sollen diese Aufgabe erledigen. Das ist eine super schöne Anfangsquest, finde ich. Und dann sehen wir auch was vom Dorf. Sehr gut. Das werden wir auf jeden Fall jetzt machen. So, womit fangen wir denn an, ist die Frage. Wir haben Schleifstein entdeckt. Ja, das ist super. Ich weiß nicht, warum Henry das jetzt erst entdeckt. Ich meine, er lebt hier. Vielleicht ist er bislang nicht aus dem Haus gekommen. Oh, schaut euch mal diese Treppen an, ne? Ich kenne solche hier auch noch. Kennt ihr solche auch? Bei uns auf dem Dorf gab es sowas hier auch. Diese ganz rudimentären Treppen, wo man einfach nur das... die Erde abgegraben hat, gerade, und dann einfach so ein Brett vorgehangen hat, damit die Erde nicht wegfließt, praktisch, beim nächsten Regen. Super cool. Die Textur sieht jetzt nicht ganz so geil aus, aber ja, wir ignorieren das einfach mal. Wir müssen ja hier nicht alles auseinandernehmen, ne? So. Schauen wir einfach mal. Wir können auch rennen, by the way. Okay, aus der Asche. Wir haben irgendeinen Inhalt aktiviert. Ja, das ignorieren wir jetzt auch. Ein Turnier ignorieren wir. Dankeschön. Cool. Sehen wir alles irgendwann, schätze ich. Schauen wir mal. Ist das nicht ein cooles Dorf mit den ganzen Fachwerkhäusern und so? Schön mit Stroh bedeckt alles. Stroh mit Stroh gedeckt.
Besser als Ratten in einem Keller töten. Ja, das stimmt, Kater. Okay. Du kennst die Treppe auch, Toni. Okay, super. Ja, gibt doch noch ein paar Leute, die das kennen. Seltsam und schlecht. Ja, ich habe extra das hier angelassen, damit man es ein bisschen besser mitbekommt. Kennst du die Antwort? Vor allem, wenn ich rede. Wir können das aber auch ausstellen, wenn ihr das lieber habt. Ich find's schade, ich hätte es lieber, wenn es unten an meinem Screen kommen würde und nicht bei denen. Womöglich behält der Rat sich es. Weil so sieht es ein bisschen doof aus. Geschichte ein Ende nimmt. Sollen wir es drin lassen oder sowas wegmachen, Leute? Sag mir Bescheid. So, schauen wir mal. Wo müssen wir hin für was? Also, wir brauchen einen Sack Kohle. Das können wir noch nicht machen, wir haben kein Geld. Kaufen Bier können wir auch noch nicht machen, wir haben kein Geld. Treibe Kunesh Schulden ein. Das ist links von uns. Da können wir doch mal anfangen hier. Kunesh! Du Schweinehirt. Schau das an. Ah, schön. Man kann richtig sehen, wie die Pferde stinken. Super. Hattet ihr auch noch Kater? Ja, siehst du mal. Und ich dachte, das gibt's schon gar nicht mehr, sowas. Bitte anlassen, du bist neugierig. Okay, Sapsi. Gucken, was die anderen so sagen. Hey, Kunesh! Gott sei mit dir, Kunesh. Ach, ich wollte lauter machen. Du? Mein Vater schickt mich wegen des Geldes, das du ihm für das Werkzeug und die Nägel schuldest. Ich hab nix. Verzieh dich. Du weißt, du schuldest meinem Vater sehr viel. Wenn er zum Vogt geht, bekommst du Ärger. Also zahl zumindest für die Axt und den Hammer, wenn du schon nicht alles aufbringen kannst. Ich hab nix, du Bastard. Scher dich zum Teufel, sonst zeige ich dir, was für Äxte dein Alter schmiedet. Ich bin sicher, dass er nicht so gut ist im Reden wie wir. Ich weiß, du hast es nicht leicht. Deine Frau ist weggelaufen. Schnaps ist dieser Tage teuer. Und du bist zu nichts zu gebrauchen. Aber du bist zu nichts zu gebrauchen. Und ich kann nicht mit leeren Händen abziehen. Wenn ich was hätte, würde ich dir geben. Aber ich hab nix. Also lasst mich in Ruhe. Ihr alle, komm ja nicht wieder. Du Drecksack, ey. Ja, das bedeutet wahrscheinlich, wir sollten in sein Haus mal einsteigen. Vielleicht kann ich auch im Hühnerstall ein bisschen was stehlen. Ja, das ist kein Hühnerstall. Das ist einfach da. Ach so, die haben ja keine Hühnerstelle in der Zeit. Ja, dumm von mir. Ich mach das alles mal ein kleines bisschen lauter. Vor allem Lautstärke der Sprachausgabe ein bisschen mehr. Weil da soll man mich ja nicht hören, sondern soll mehr die Leute hören. So, läuft. Okay, schauen wir mal. Wenn du Type jetzt hier mal abhaust und ich in deine Bude einsteigen kann, wäre das voll super. Kümmere dich nur um die Äxte, ist cool. Lalalalalalala. So, schauen wir mal, wo hier was ist. Aha, da ist doch was. Ja, zumindest mal eine Truhe. Mal schauen, ob das die Truhe ist, die ich brauche, oder eine andere. Ich könnte auch aus seinem Pott essen. Eine verschlossene Truhe. I hate my life. Ich bräuchte einen Dietrich, um sie zu öffnen. Fritz könnte einen haben. Fritz könnte einen haben. Ich habe ihm jedes Mal auf die Fresse. Der Typ hat eine ziemlich miese Rechte, wow. Ja, wir müssen ihn ja nicht verprügeln, also bitte. Ja, was sind wir denn hier für Pöbel? Wir rauben ihn einfach aus, ganz einfach. Gesehen davon, dass wir dafür unsere Hand verlieren könnten, aber, ne, oder wahrscheinlich irgendwelche anderen Gliedmaßen, was gerade halt da ist. Habe ich die Tür aufgelassen? Das ist natürlich doof. Ja, aber lass einfach mal deine Tür offen stehen. Ne, Chef, ist cool. So, dann müssen wir jetzt mal gucken, wo wir denn den Dietrich herbekommen. Helfer des Köhlers. Ja, dann mit dir reden wir gleich. Erstmal müssen wir Fritz finden. Hey, Pip! Willst du was lernen? Nee, gerade will ich nichts lernen. Gerade. Du zeichnest nebenbei etwas auf deinem Laptop, Toni. Okay. Wenn du das uns zeigen möchtest, was du gezeichnet hast, wäre ich auch voll dafür. Also kannst du gerne tun. Wo ist Fritz? Ich habe keine Ahnung, wo Fritz ist. Ich kenne mich doch hier nicht aus. Da ist Fritz. Andere Weile zurückzubekommen. Nee, da ist er nicht. Reparierstange an der Burg. Kauf einen Sack Kohle. Kauf Bier. Ich will aber das dahinter haben. Ach, du bist nur der Kampftype, ne? Mit dem ich hier Schwertkampftraining. Dann gucken wir mal, wo wir Fritz finden. Ich renne mal auf irgendwelchen Höfen herum.
Hallo, gute Frau, du bist unwichtig. Ah, hier sind sie. Aha, seht ihr. Der hat mich verprügelt. Ich hatte kaum eine Chance, weil Heinrich so ein Lauch ist. Kater, nice. Dafür haben wir Speechcraft. Redekunst. Ist das dein Ernst, Deutscher? Beleidigst du gerade unseren König? Ich beleidige niemanden. Ich sage nur die Wahrheit. Sigismund hat bloß getan, was getan werden musste. Ach wirklich, er musste den König entführen. Musste sein Vetter Prokop in eine Falle locken und auch noch einkerkern? Er musste in Kuttenberg einmarschieren und sie mit einer Armee von Tataren belagern? Warum nicht? Was taugt dieser Wenzel schon als König? Unser Reich wird in seinen Händen zugrunde gehen. Die deutschen Grafen wählten Ruprecht von der Pfalz zum König, weil euer ach so geliebter Wenzel noch nicht mal ihren Reichstagen beiwohnt. Deutschen Grafen? Diese Verräter. Sogar der Papst. Gott sei mit dir, Heinrich. Mit dir auch, Matthäus. Was ist denn hier los? Ach, der Deutsche wieder labert nur Scheiße. Was? Ja, einfach hin, dann wirst du es schon merken. Der Deutsche wieder, das ist so mega. Ist nicht wirklich PC, Leute. Was kümmern mich bitte die Österreicher? Und heutzutage kommt genau, was kümmern einen die Österreicher, ne? Bei all den Päpsten mit. Welcher ist denn der Rechtmäßige, der in Rom oder in Avignon? Hör auf mit der Blasphemie, Alex. Ist doch wahr. Wenzel ist schließlich der König von Böhmen. Und der böhmische Adel hält zu ihm. Zur Hölle mit Rosenberg und seiner Kabale. Herr Ratzig ist Wenzels oberster Kriegsherr und blieb dem König gegenüber loyal. Wenn er hören würde, was du gerade sagst, würde er dich wie ein Hund verdreschen. Dein Reichstag wird bald nichts mehr zum Regieren haben. Jobst musste Luxemburg verkaufen, um deinem König zu helfen. Südböhmen gehört Sigismund. Mein Lieber, du solltest Kuttenberg nicht vergessen, wo Deutsche wie du Sigismunds Füße küssten, um ihre Köpfe behalten zu können. Ja, aber... Werter Herr Deutsch, das ist doch sinnlos. Werter Herr Deutsch. Lass uns über angenehmere Dinge sprechen. Genau meine Rede. Der Deutsche ist zu weit gegangen. Wenzel ist unser rechtmäßiger König. Er ist wirklich ein Idiot. Was können wir tun? Ich glaube, ich hätte da eine Idee. Dieser deutsche Hund verdient eine Lektion, da sind wir uns einig, oder Fritz? Und wie, Matthäus? Wir sollten ihn ordentlich verprügeln. Bist du verrückt? Willst du am Schandpfahl enden? Na, hör nicht auf Fritz. Ich habe eine bessere Idee. Bei dem Scheiß, den der Deutsche geredet hat, musste ich an den riesigen Misthaufen denken. Ihr wisst schon, den neben seinem wunderschönen, frisch gekalkten Haus. Denkst du, wir sollten es neu anstreichen? Ich bin dabei. Also, ich würde es lieber anzünden, wenn ich ehrlich bin. Aber das ist auch gar nicht so schlecht. Und was ist mit dir, Heinrich? Ich würde es lieber anzünden. Wisst ihr, ich wollte Vater gerade Bier und noch ein paar andere Dinge bringen. Wir stellen Herrn Ratzigs Schwert fertig. Komm schon. Ein paar Handvoll Dung zu schmeißen wird sicher nicht den ganzen Tag dauern. Und es ist unsere Pflicht, die Ehre des Königs zu verteidigen. Also, Kumpel. Ihr Plebs. Bist du dabei? Die Deutschen waren schon immer super beliebt. Naja. Eigentlich war niemand wirklich jemals wirklich so beliebt und so. Die haben sie immer alle gegenseitig auf die Fresse gehauen. Aber egal. Ich bin dabei, aber dafür müsst ihr mir helfen. Ja. Also schön, ich bin dabei. Aber dann müsst ihr mir auch unter die Arme greifen. Wobei denn? Kuhne schuldet meinem Vater Geld und zahlt nicht. Reden hat nichts gebracht, also muss ich wohl andere Seiten aufziehen. Alleine bekomme ich das aber nicht hin. Kein Ding, wir geben dir Rückendeckung, sobald wir das Haus des Deutschen neu gegipst haben. Ich will nur... Ich würde es diesem Saufkopf nur allzu gern zeigen. Also schön, gehen wir. Der Deutsche sitzt immer... Ihr solltet nicht verprügeln, ich will nur Dietriche von euch. Gib mir einfach die Dietriche und alles gut. Dann gehen wir jetzt zum Deutschen. Hallo, Troller. Solltest vielleicht mal ein anderes Gewand... Ja, egal, ihr habt wohl nichts. Wo ist denn das... Ach, das Haus des Deutschen war hier hinten, ne? Das da war's. Ha, seht ihr? Frisch gekalkt. Hadex 3? Achso, du wolltest auswählen. Sorry, da gab es leider keine Auswahl. Das habe ich jetzt mal selbst bestimmt. Oh, eine Brennnessel. Ja, ich gönne mir mal eben eine Brennnessel, während ihr hier wurschtelt, ne? Ist cool. Ich habe gehört, wir brauchen Brennnesseln. Geh den Angriffsplan durch. Achso, weil wir die Trulle ablenken müssen. Also Matthew, hau mal raus. Ziehen wir das jetzt durch oder nicht? Warte, wir müssen nachsehen, ob die Luft rein ist. Warum? Der Deutsche ist in der Schenke. Hast du nach all den Jahren nicht bemerkt, dass er eine Frau und einen Sohn hat? Und? Ist das ein Problem?
Ja, ist es. Er will sie anzünden mit denen drin wahrscheinlich. Warum ich? Weil du der Schlaue bist. Genau. Gegen euch ist jeder schlau. Sogar der Grashalm rechts neben euch ist schlauer. Ja, das Feld Brennnesseln ist schlauer als ihr. Ja, dann Frau Gattin, hallo. Was willst du, Junge? Ich kam gerade am Wirtshaus vorbei und ein Gatte redete Unsinn. Ich dachte mir, dass ihn besser jemand nach Hause holt, bevor er Ärger bekommt. Was für Unsinn? Nun, dass Sigismund im Recht wäre und König Wenzel ein Säufer sei, sowas in der Art. Ein paar Leuten hat das nicht gefallen, also dachte ich... Gott Allmächtiger, dieser Narr! Als nächstes fängt er noch mit den Päpsten an. Kann es sein, dass er auch Päpste erwähnte. Danke, dass du mich gewarnt hast. Hoffentlich erwische ich ihn, bevor er wieder in eine Schlägerei gerät. Er hat ganz schön hochwertige Kleider an. My goodness, Mädel. My goodness. Jo, Leute, dann leg los. Kacke werfen. Geh und räche dich an dem Deutschen. Das ist irgendwie sehr... Nein, Henry. Heinrich. Henrietta. Oh ja, schön in die Scheiße greifen. Geil. Worauf wartest du, Soldat? Feuert den Tribok ab. Für König und Vaterland. König und Vaterland am Arsch. Häuser einsauen macht einfach Spaß. Das ist fast so gut, wie diesen Verräter am Pranger zu sehen. Aber nur fast. Also das wäre wirklich herrlich. Das ist für Sigismund. Wuhu! Scheiße, Deutschlinge! Ihr Deutschlinge! Was zur Hölle glaubt ihr, was ihr tut? Hey Hans, siehst du schlecht? Wir verpassen deinem Haus einen neuen Anstrich. Es ist genauso wie das, was dein alter Herr in der Taverne über Sigismund erzählt hat. Wir tun nur, was wir tun müssen. Hurensöhne! Ich werde euch verdammt nochmal den Arsch aufreißen! Oh, interessant. Oh, crap. Das will ich erst mal sehen. Und was machst du hier eigentlich, Bischek? Mit diesen dreckigen Deutschlingen Händchen halten? Sag mal, möchtest du vielleicht die neueste deutsche Mode ausprobieren? Wow, wie er nicht mal ausweicht. Arschloch, das wirst du mir büßen! Ja, ich fürchte, wir sind gerade in einen Faustkampf geraten. Geh und räche dich an dem Deutschen. Diesmal mit Schlag ins Gesicht. Ja, jetzt gibt's volles Fund eins aufs Maul, Leute. Also ihr wolltet der Elex sehen, jetzt haben wir Elex wieder. Ich muss gerade mal gucken. Okay, Schlag und Haken. Stich und Schlag, okay. Wir können treten mit F, okay. Q ist zum Blocken. Ob hier Blocken so viel bringt, ist die Frage, ne? Wir sehen da den Indikator unseres Gegners in lila. Okay, Verletzung, ja, ja, Gesundheit, Ausdauer, Angriffsrichtung. Ja, die Angriffsrichtung, das stelle ich mir schwer vor. Na, komm her. Keine gute Idee. In your face. Ich hau dich einfach um. Hau dir eine rein. Oh, ich habe keine Ausdauer mehr. Ah, einer ist down. Einer ist down. Habe ich die Truller getroffen? Ich hoffe nicht. Du Penner verdienst es auch. Komm her. Komm her, links und rechts an rein, in the face! Ich schau dich um! Bam! Die vor dem Büttel? Wohin? Oh Gott, die Wache! Oh Scheiße! Ich ergebe mich nicht. Ich kann nicht mehr rennen, Leute, ich kann nicht mehr rennen. Oh, schau euch das hier mal an, wie cool. Direkt hinter der Palisade noch so ein Weg und... Ah! Please don't kill me, please don't kill me, please don't kill me. I'm a good boy, I promise. Das waren die Affen hier, die haben mich dazu gezwungen. Ganz bestimmt, das waren die. Hier, Fritz, du kannst erwischt werden, ist mir egal. Lass mich vorbei, du Penner! Jeder für sich selbst! Der Typ hat eine Lanze, was meinst du, was er mit mir macht? Du hast ja auch ein Kettensägenschwert? Ja, pass auf, gleich. Ah, wieso? Die scheiß Wache! Ja toll, jetzt komme ich zur nächsten Wache, oder was? Renn, du Penner! Forza Middle Ages! Ja, moin! Echt, diese scheiß Petze, ne?
Haben wir's? Oh toll, ich habe eine Geldstrafe zu bezahlen. Ich habe doch kein Geld, Leute. Wo sind meine Freunde? Hey, ihr Penner, ihr schuldet mir jetzt das Geld. Wo sind die hin? Schön, dass der eine hinter mir hergerannt ist, aber er hier hat mich nie aufgehalten. Wo sind meine Freunde? Ah, der Typ rennt da noch rum. Nein. Tolle Freunde sind das, ja, aber voll, ne? Die Penner, ey. Außerdem ist er einfach an denen vorbeigelaufen und nur hinter mir her, ne? Das finde ich nicht nett. Das ist voll gemein. Wir machen heute auch ein bisschen längeren Part, den ersten. Schön, dass wir alles nähen können. Ich würde lieber meinen Freunden erstmal voll auf die Fresse hauen. Weil es Assis sind. Ich habe Schneider entdeckt, schön. Ja, da sollte ich vielleicht auch nicht hin. Wo waren die? Ich glaube hier hinten, ne? Vielleicht treffen wir uns wieder hier. Hallo, du Penner. Auch nicht. Wo sind die denn hin? Hallo, guter Mann. Lassen Sie bitte mal Ihre helle Bade weg von mir. Das wäre voll toll. Guck mal, wie man schön über den Zaun jumpen kann. Nice. I like. Oh, aber das Dorf ist schon cool, ne? Wie wenig Leute in diesem Dorf leben. Wenn man Zeit ist, über Fortpflanzung nachdenkt. Ich muss zu Kunesh Haus. Ich war doch gerade bei Kunesh Haus. Da ist nix. In der Scheune neben dem Haus. Achso, ja gut, dann. Ah ja, gut, da ist auch ein I. Für Idioten. Hallo, habt ihr euch versteckt? Habt ihr euch versteckt? Mano. Wo seid ihr Penner? Ach, da seid ihr Penner, hinter der Scheune. Ja, toll. Guten Tag, ihr Schweinebande. Kackdeutschen haben wir es gegeben. Das war ziemlich knapp, was? Der alte Sack hatte keine Schön Chance. Flimmern im Hintergrund. Ja, aber hoffentlich verpfeift uns Hans nicht, dieser Scheißkerl. Lass ihn doch pfeifen. Was können sie denn schon groß tun? Nur weil wir ein bisschen Mist geworfen haben. Können euch die Eier abschneiden, Leute. Den Deutschling kann sowieso keiner gut leiden. Ich hoffe, ich kann sagen, ich will die Dietrich haben. Hilfe mit Kunesh. Sicher doch. Eine Hand wäscht die andere. Na dann los. Nein, ich will ihn nicht verkloppen. Ah, ihr seid Idioten. Jetzt kriege ich noch größere Strafe wegen euch Bimbos. Oh, that's not good. Außerdem fühle ich mich jetzt ziemlich kleinkariert. Kunesh, schwing deinen Arsch raus. Ich muss dir was zeigen. Er steht vor uns. Was zum Teufel wollt ihr hier? Soll ich euch mit dem Riemen dreschen oder den Büttel rufen? Versuch's doch, alter Saufkopf. Hast genug vom Leben, was? Oh Gott, nein. Au! So geil, wie er tritt, ey. Sieht so bescheuert aus. Au! Damn, haut er rein. Was machen meine Freunde eigentlich? Sind das irgendwie nur Vollidioten? Yeah, they are. God damn it! Genau, trete den mal oder sowas. Wir sind fünf Leute, vier Leute. Wir können ja nicht einfach gegen so einen Bimbo verkacken. Gegen einen alten Säufer. Sehr gut. Ist mal schön auf die Fresse gehauen. Genug. Gott, der Arme sieht aus. Nimm, was du willst. Es ist nicht viel, aber alles, was ich hab. Kapiert? Ha! Danke. Okay, dann eben kein Schloss knacken, ist eh besser. Das Schlossknackensystem ist total scheiße. So, Kunesh Hammer und Nägel. Nehmen sie mit. Sehr schön. Außerdem esse ich noch was aus deinem Topf, weil ich es kann. Auch wenn ich überfresse, ist mir scheißegal. Gönn dir. Das Kampfsystem ist halt sehr gewöhnungsbedürftig. Ich finde das Kampfsystem gar nicht so schlecht. Ich finde es eigentlich ganz okay bisher. Ich fand es so ein bisschen scheiße, dass meine Freunde nichts gemacht haben. Ihr Penner, ey.
Am Ende bin ich wieder der, der die Schulden begleichen muss, oder was? Ja, ich sehe es ja schon. Ich habe oben ein Bounty stehen. That won't be nice. Okay, was war noch alles zu tun? Gucken wir erstmal. Wir müssen die Kohlen kaufen, ne? Ich kaufe einen Sack Kohle auf dem Markt. Und ein Bier im Wirtshaus und ich soll die Parierstange abholen. Ja, dann holen wir uns mal den Sack Kohle. Wie geht's? Wie viel ist ein Sack Kohle? Reicht das? Ist das ein Sack? Wie viel ist denn ein Sack Kohle, Leute? Oh Mann. Na schön, gucken wir mal, was verkaufen geht. Eine Brennnessel verkaufen für gar nichts. Wie wär's mit dem Hammer? Und den Nägeln? Ich kann doch den Schnaps verkaufen, aber der ist hier nichts wert. Für das Zeug zahlst du sonst 150, wie heißt die Währung hier? Nicht Goldstücke, das ist falsch. Es sind, nee, Schillinge waren es auch nicht. Ich kenne die Währung, ist ganz bekannt. 10 Einheiten sind ein Sackkater, wo, okay. Hast du den gleichen Fehler gemacht wie ich. Das wird aber knapp, weil ich immer noch mehr zahlen muss. Wie soll das denn gehen? Ja genau, das Überfressen sieht man im Schweinesymbol hier unten rechts und hier an der Sättigung. 118% praktisch. Und dadurch war auch meine Ausdauer verringert, der gelbe Balken unten. Können wir gleich gerne nochmal schauen, aber das ist jetzt ein bisschen kegge, denn so kriege ich das sicher nicht. Ja, verhandeln wird aber nicht reichen dafür, das Feilschen. Besprechen wir den Preis. Warum nicht? Du kannst beim Kaufen und Verkaufen feilschen, genau. Der Händler reagiert auf mein Angebot, genau. Okay. Okay. Läuft. Feilschen wir mal. Also ich gebe dir... Ich habe nicht genug Geld. Ich gebe dir gar nichts. Wie sieht's damit aus? Okay, so läuft das nicht. Chef, komm mal her. Ja, ich soll das Werkzeug verkaufen. Groschen war es. Danke, Kater. Das ist es. Natürlich soll ich das Werkzeug verkaufen. Bei wem soll ich es denn am besten verkaufen? Gibt es irgendeinen, der mir mehr Geld gibt? Ich bezweifle das irgendwie. Stoffe, Zwirn, Knöpfe und Bänder. Gibst du mir mehr dafür? Schönen Tag. Moin. Oh, plötzlich Face. Lass uns mal handeln. So, ich verkaufe dir. Wie viel willst du für dir? Hey, bei dir kriege ich die Holzkohle günstiger. Ja, moin. Nehmen wir bei dir die Holzkohle an. Das ist schon mal gut. Ich verkaufe ihm erstmal meinen Sheet. Also den Hammer, die Nägel. Ich könnte noch was anderes verkaufen, theoretisch. Die Sache mit dem Kreuz trage ich, by the way. Hier kriegst du noch Brennnesseln, 2 Stück. Bitteschön. Hab ich für dich geholt. So, schauen wir mal, ob wir da was handeln können. Lass uns über den Preis sprechen. Klar, warum nicht? Damask, Scharlach, ein Fest für die Augen und das Weibsvolk. So, ich hätte gerne... das da. Einverstanden? Weniger. Ich muss das System, glaube ich, nicht erklären. Das ist sehr selbsterklärend, meiner Meinung nach. Oh, seine Page ist schon ziemlich hin, ne? Sagen wir 3? Komm, bitte, sag 3. Das ist Zeitverschwendung. I hate my life. Du bist ein Arsch. Wonach suchst du? Hier, Stoffmann. Komm her. Gott sei mit dir. Er würde mir jetzt weniger geben, das will ich nicht. Ich will dir einen Hammer andrehen und ein paar Nägel. Die brauchst du doch sicher. Ich will sie nicht haben. Kleister. Okay, machen wir es anders. Gehen wir doch nochmal zu dir, komischen Kohlefritzen. Ich kaufe aber die Kohle trotzdem bei dem anderen, glaube ich. Obwohl, jetzt wird es wahrscheinlich teurer, die dort zu kaufen. Das war dumm. Ich hätte nicht ganz so gierig sein sollen. So, Warenkorb prüfen, feilschen. Ein bisschen finicky. Klar, warum nicht? Und schauen wir nochmal, wie das mit dem Preis ist. Ich hätte gerne von dir... Oh Gott, hier kriege ich gar nichts dafür, ey. Ich hätte eben viel mehr kriegen können. Sagen wir 2,4. Sind wir uns einig? Wir kommen der Sache näher. Noch etwas weniger.
glaube, ich kann noch einmal ziehen. Wir sind hier fertig. Das führt zu nichts. I hate my life. Was bist du denn für ein Arsch? Noch irgendein Penner, der mir den Scheiß abkauft. Das reicht mir. Hier, ich werde eh keine Kohle dafür kaufen können. Könnte gerade vergessen, ey. Von dem bisschen, was ich da rausbekomme. Ich sollte niemals Händler werden. Merken, Gary wird kein Händler. Die Brennnesseln kriegst du trotzdem, du Penner. Wenn ich sie dir sonst wo reinschieben muss. Ist mir wurscht. Lass uns über den Preis sprechen. Warum nicht? Ihr sitzt im Dunkeln. Fackeln erhellen eure Stube. Eure Felder liegen brach. Kauft keine Hacken. Euch fehlt Strom. Er gibt mir immer noch gut was. Nehmen wir mal das und dann gehen wir einen... Oh, nehmen wir das, komm. Sind wir uns einig? Sind wir aber nur mal sicher und ist gut. Wir kommen der Sache näher. Oh, du willst mich noch verarschen, du blöder Drecksack. Nö, ich will es haben. Bist. Das klingt interessant. I hate ein my life. Bisschen weniger und ich bin zufrieden. Handelst du auch nicht in X4? Ja, aber da ist ein bisschen einfacher. Da gibt's kein blödes, idiotisches Feilschen. Das habe ich noch nie leiden können. Läuft, danke dafür. Ach so, von dir will ich auch gleich noch Kohle kaufen. Moment. Jetzt habe ich ja Geld. Ich habe jetzt Geld, das gehört, ich habe Geld. 2,7, dafür kriege ich dem seine scheiß Kohle nicht. Fürchte ich. Wenn ich wirklich 10 Stück kaufen soll, no chance. Wie soll ich das denn bitte machen? Du zahlst 5. Ich habe 2,5. Das wird nicht funktionieren. Bist du sicher, Carter, dass ich 10 Kohle brauche? 10 Kohle? Oh, warum hasst ihr mich nur alle so? Ich krieg niemals 10 Kohle mit dem bisschen Money, was ich hab. Ich meine, ich könnte so einen Schnaps verkaufen. Das sollte man aber eigentlich nicht. Es sollte auch so gehen. Weil da kann ich falschen, so viel ich will. Das wird nicht funktionieren. Lass uns über den Preis sprechen. Klar, warum nicht? Ja, ich soll dir 5 geben, ich gebe dir 2. Der wird das nicht, das kannst du vergessen, das fange ich gar nicht an. Das ist Quatsch. Müssen wir irgendwie anders rankommen. Keine Bewegung! Ah, warum? Du hast das Gesetz missachtet. Du wirst verhaftet. Ich geb doch auf, du Penner. Du stiftest Unruhe und verbläust Leute. Das dulden wir in dieser Gegend nicht. Du hättest dir das zweimal überlegen sollen. Ich hab den Hammer verkauft, Shiro. Das wird ein saftiges Bußgeld werden. 250? Was? I try, es wird nicht funktionieren. Fehler. Wenn du wüsstest, wo du da hineingeraten bist. Das wird ja, ich würde sagen, wir gehen in den Knast, Leute. Hältst du mich für so dumm, dass ich auf so eine Geschichte reinfalle? Eine Chance. Das ist zu viel. So viel Geld habe ich nicht. Tja, dann geht's eben in den Kerker. Kerker? Was soll ich machen? Na schön, dann lass uns das hinter uns bringen. Der Kerker ist wie für dich gemacht. Beweg dich. Das finde ich schon ein bisschen unfair. Das finde ich schon so ein bisschen unfair, ne? Nächstes Mal denkst du vielleicht zweimal drüber nachzustehlen. Ich hab nix gestohlen. Alles, was ich gemacht habe, ist ein paar Leute in die Fresse gehauen. Hallo, was ist das denn? Das Spiel hasst mich, Leute. By the way, story-wise kann das hier gar nicht sein, ne? Wir können gar nicht im Kerker gehangen haben. Wieso auf dich gehört, Kadex? Was hätte ich denn tun sollen? Oh, die Story geht ohne mich weiter. Ja, das ist ja toll. Hey, ich bin hier. Was zur Hölle ist da los? Lass mich raus! Really? Die Story geht hier auch weiter? Um Gottes Willen, mach die Tür auf! Lass mich raus! That is new. Ich glaube, wir sterben gerade. Wir verbrennen. Elendig. Yeah, we're dead. We did! Geil! Wir sind wirklich im Kerker verendet und haben Erfolg dafür bekommen. Wer den Scarlets eingesperrt? Oh mein Gott, das ist so eine Scheiße, ey. Ah.
That is awesome. That is mega awesome. Ja, Leute, wir wollen uns das Spiel heute angucken. Es heißt Kingdom Come Deliverance. Sie ist nie passiert. Das ist so knapp. Mano, und ich konnte nichts dafür. Es war eine normale Quest. Ja, das hier muss ich also machen. Du musst nur schnell genug rennen, das ist das Ding. Denn ich weiß, der Let's Player, bei dem ich das geguckt habe, nämlich II, hat, also Entelysium, hat das hier auch gemacht und er ist nicht dafür belangt worden. Warte mal. Teilweise überspringen. Hauen wir den Typen aufs Maul. Komm schon, ich will ihm aufs Maul hauen. Das ist übrigens der Sohn vom Deutschen, meine ich hier, den ich gerade verkloppe. So ganz komme ich nicht hinter, was ich hier tue, aber... Au! Damn, that hurts! Ich sollte vielleicht irgendwann auch mal, probieren, zu regenerieren. Okay, er ist down. Dem nächsten einen in die Fresse hauen. Der Typ hat es eh verdient. Das werden wir eh noch sehen, warum. Was tut ihr da? Habt ihr den Verstand verloren? Der Büttel ist auf dem Weg. Ah! Ja, genau. Wisst ihr, was das Problem war? Ich habe, glaube ich, eine Truller geschlagen, weil sie neben mir stand auf einmal. Das war das Problem, weil ich die Truller erwischt habe. Flieh vor dem Büttel. Sehr gut. Ich hatte die Truller erwischt und deshalb hat es mich verknackt. Das war das Problem. Wow. Aber ist schon assi, ne? Dass wir einfach im Kerker verbrennen können. Awesome. Und wir wissen nicht mal warum, Leute. Ich weiß warum, aber ihr wisst es nicht. Schon ein Trauerspiel, ne? Mit euch, ihr Bande, ey. Diesmal sage ich ihnen aber nicht, die sollen mir helfen. Ich will diesmal das Schloss knacken, damit ihr es auch mal seht. Alter, was für ein Blödsinn, ey. Das ist einfach nicht wahr. Und wir sind nur noch verletzt. Das könnte uns das Leben kosten. Ich glaube, mit der Verletzung kommen wir auch nicht weit. Hab ich dir erzählt, dass meine Gattin klöppelt? Schön, dass deine Gattin klöppelt. Ist mir so egal. Oh, so ein Kack, ey. Ach, den Anfang kennt ihr beiden auch. Ja gut, Carter hat's ja gespielt, aber... Ja, Carter ist auch nie eingesperrt worden. Ja, da muss man auch schon ziemlich dumm sein. Und die Olle, die nebenbei läuft, während wir uns viel prügeln, weißt du? Wie hohl muss man sein? Aber der noch eine verpassen. Ich glaube, das war das, weil ich der eine verpasst habe. Oder weil der Büttel mich gesehen hat, das kann auch sein. Ich habe den Krämer entdeckt, auch ist das Leben schön. Wie geil, so komplett ohne Kontext, meine Gattin klöppelt, ja. Habe ich dir erzählt, dass meine Gattin klöppelt? Weißt du Bescheid. Ich wollte mit dir auch mal einen klöppeln. Okay. Ey, du hattest aber eben noch eine helle Bade, du Penner. Schlimm. Wer hat denn das Dorf hier konstruiert? Mensch. Macht ihr mal schneller, Freunde? Aber man sieht, dass die richtige Wachgänge sind, ne? Diese. Ich glaube, das nennt man Desire Lines im Englischen. So ein bisschen, also wo halt viele Leute lang gehen und dort sich dann Wege bilden, weil man es halt platt tritt, das Gras und tot tritt. Okay, hey Freunde. Diesmal frage ich euch nicht um Hilfe, ihr Penner. Die klöppelt so hart, da läuft einem das schale Bier aus den Ohren. Das war ziemlich knapp, was? Der alte Sack hatte keine Chance. Während ich total hin bin. Aber pfeift uns Hans nicht, dieser Scheißkerl. Lass ihn doch pfeifen. Was können sie denn schon groß tun? Weil wir ein bisschen Mist geworfen uns haben. Einsperren und verbrennen lassen. Den können Deutschen sie. Kann sowieso keiner gut leiden. Also müssen wir unbedingt darauf achten, dass wir hier nicht drauf gehen. Jedenfalls. Saubere Arbeit mit dem Haus. Mit euch wird es nie langweilig. Gut, Fritzi, wer bist du? Du bist der. Es gibt da eine verschlossene Truhe, die ich öffnen muss. Im Ernst? Ist dir ehrliches Handwerk nicht mehr gut genug? Nein, sagst nichts du? Dergleichen. Es ist so, jemand hat etwas, das ihm nicht gehört. Und ich möchte es wiederhaben. Wenn du das sagst, geht mich sowieso nichts an. Hier, du kannst ein paar Dietriche haben. Aber falls du erwischt wirst, die hast du nicht von mir. Deutschling ist wirklich super, Kater. Danke, Kumpel.
So, versuchen wir das jetzt mal auf die Weise. So kriegen wir wenigstens ein paar kostenfreie Dietriche. Ich speichere jetzt. Das ist ja voll assi, ey. So, ignoriere mich bitte. Dankeschön. Ich gehe auch ganz sicher nicht in dein Haus oder so. Nein, nein. Oh, scheiße. Er bringt den Koffer, den Korb mit. Ich muss mich beeilen. So. Denn wenn er mich erwischt, bin ich auf jeden Fall tot. Oh. Ach so, weil wir... Okay, das ist super. Da müssen wir das blöde Dings gar nicht machen. Bla bla, lass dich nicht dabei erwischen. Auch die Beute zu verkaufen ist nicht ganz einfach. Du kannst vielleicht unbedingt einen Apfel verkaufen, aber das Wertvolle des Stils spricht sich herum. Die Händler werden das Diebesgut erkennen. Suche einen möglichst entfernten Händler auf oder jemanden, der für der ein Hehler ist. Sehr gut. Kann ich das jetzt an ihn verkaufen oder nicht? Körbe für den Einkauf und Fackeln für die Nacht. Naja, ich fackel dir gleich auch mal einen, mein Freund. Und suddenly Face? Yes. Texturen müssen reinladen, Leute. Ich hätte gern all deine Holz. Ne, noch nicht. Ich hätte gern erstmal was verkauft. Und zwar. Fenced Goods. Okay, kann ich noch irgendwas verkaufen, was mir mehr Geld einbringt? Denn 2,5 wissen wir ja, wird auf gar keinen Fall jemals reichen. Weißt du was, ich verkaufe so einen scheiß Rettungsschnapp. Das ist mir doch so scheißiger. Oh, willst du mich verarschen? Hat er nicht genug? Er hat nur 20. Oh, okay. That is bad. Dann muss ich den wieder wegnehmen. Ich könnte ein Stück Käse verkaufen. Zwei Stück Käse. Die sind wertvoll genug. Super, dann nehmen wir das. Warum habe ich das eben nicht schon gesehen? Wir feilschen trotzdem noch, weil wir brauchen Erfahrung. Was soll das werden? Scher dich fort, verdammt. Woher willst du das wissen, du Dummbeutel? Scheiße! Wer ist hier ein Fans? Wir haben nur Probleme, Leute, nur Probleme. Es fängt schon gut an, es kann ein gutes Game werden. Wie geht's? Weißt du, wenn ich ihn verprügelt hätte, wäre alles super, ne? Ich muss einfach nur jemanden auf die Fresse hauen und schon ist alles gut. Nimmst du die Fans gut? Oder fänst du für mich? Reden wir über den Preis. Ach, sehr gut. You don't care. Warum nicht? Käse ist wertvoller als Metall. Ja. Ja, in bestimmten Gegenden. Ich meine. So, ich hätte gerne... Gib mir so viel. Ja, gib mal einen mehr. Ja, gib mir so viel, ist okay. Ja, bei dem Betrag kommen wir zusammen. Awesome. Ich danke dir. Und jetzt gehe ich mit dem nicht gestohlenen Geld hier hin und hol mir jetzt meine schöne Kohle. Gib mir die scheiß Kohle, du Penner. Wunderbar. Wie lange wir für den Blödsinn gebraucht haben, ey. Ja, und es kostet gerade mal 4. Wir feilschen dennoch. Wir brauchen Geld. Wir haben kein Reden Geld. Wir über den Preis. Warum nicht? Ich zahle dir 3,7. Weil du es bist. Komm schon, ein bisschen mehr und wir sind im Geschäft. Oh komm schon, lass uns bei 3,8 treffen. Das ist zu wenig. Willst du mich verarschen? Gib mir jetzt den Scheiß. Ah, ja, dann 3,9. Ich wusste, wir werden uns einig. Was ist denn für ein Assi, ey? In so einem Dorf ist tatsächlich so weit her. Es ist ein Hammer. Und der hat noch nicht mal gemerkt, dass der weg ist. Bis der das merkt, haben wir das schon dreimal verkauft. Natürlich war der Hammer schon gut was wert, aber du hast ja gesehen, der war 0,8 wert oder so. 1,7. 1 Groschen 7. Und der Käse war 3 Groschen wert. Und das nur als Verkauf. Das heißt, eigentlich ist er wahrscheinlich 5 wert. Gut, Käse ist auch nicht einfach zu machen. Aber wir haben die Kohle. Und wehe, wenn das jetzt mehr Kohle war, als ich brauche, Carter, dann werde ich dich persönlich dafür zur Rechenschaft ziehen und du wirst mir das Geld zurückzahlen. Die ganzen 3 Groschen 9. Schwertkampftraining könnten wir machen. Machen wir erstmal Schwertkampftraining, damit wir noch ein bisschen was auf die Schnauze hauen können. Aber wir machen es beim nächsten Mal, denn die Stunde ist leider voll. Tut mir leid, dass ich so gefailt habe am Anfang. My goodness, das ist ein bisschen wie bei die Zwerge, ne? Direkt, weißt du, erster Kampf. Einmal... Anlauf genommen und über den Brückenrand runter in den Abgrund ins Nichts. Genau so sieht's aus. Die kleinen Münzen sind übrigens Kreuzer, Gary, also Groschen und Kreuzer. Ja, I know. It's okay. Ich werde es mir merken. Bis dann, Leute.